Leute und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Commandos hinter feindlichen Linien. Wir sind hier wieder am Start und wollen jetzt die Mission Nummer 17 schaffen. Wir haben nur mehr vier Missionen haben wir noch zu spielen, dann haben wir es geschafft. Es wird trickier, sag ich mal. Ein bisschen hinterlistiger, muss ein bisschen umdenken. Es ist nicht mehr so Standard, wo man einfach beginnt von Punkt A und muss sich ganz langsam durchspielen bis irgendwo nach hinten, sondern man muss jetzt teilweise so ums Eck denken, nach hinten, nach vorne laufen und so. Ich finde es ganz spannend. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. In der Mission war ich noch nie. Deswegen sagt ihr mir auch jetzt nichts auf Anhieb. Aber wir haben sie uns das letzte Mal schon ein bisschen angeschaut und ich glaube, da haben wir schon was gefunden, wie wir da reinkommen. Wir bemühen uns. So, viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich stecke nur alles um und schalte das Spiel an. Dann kann es gleich losgehen. So, jetzt sollte man es wesentlich schöner hören. Alles ist eingestellt. Machen wir etwas kleiner hier. Nicht so laut. Kommandos hinter feindlichen Linien. Gut. Ich habe nämlich hier noch noch ein neues Spiel, was ich spielen werde. Bald. Aber bis dahin möchte ich jetzt mal Kommandos zu Ende spielen. Sonst spiele ich immer so viele Spiele parallel. Ich spiele ja weiterhin noch City Skylines und Hearthstone. Ja. Und eben auch dieses. Ein cooles Taktik-Shooter, finde ich. Von Eidos Interactive. Ja, Interactive ist das. Ziemlich cooler Publisher, finde ich. Früher zumindest. So, Mission 17, da sind wir schon. Schön mir so groß alles. Ah, ja, ich bin da, ihr noch nicht. Hab wieder mal vergessen umzustecken. Deswegen. So. Seid ihr auch am Start? So, da sind wir. Ja, Sir. Das ist der Marine. Bereit. Okay. Wir haben uns hier in der ersten Mission hier hochgearbeitet. Also im letzten Video haben wir uns noch ein bisschen da durchgespielt und haben uns da hochgearbeitet. Wir haben einen Spion, der ist schon voll angezogen, mit dem sind wir durch die Basis da herum, außenrum. Und haben die zwei Leute hier abgelenkt, weil während dass wir mit dem Green Beret darauf geklettert sind und zwei Leute mal ausgeschaltet haben. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch ein, zwei erwischen hier. Wir wollen uns nämlich von der Seite reinarbeiten in die Basis. Das sollte eigentlich machbar sein. Jetzt verhindern wir den mal, dass er daher schaut. So. Speichern. Der Typ da soll unser nächstes Opfer sein. So gut wie erledigt. Oi, oi, oi. Das ist doch leicht. Das klappt nicht. Komme schon. Das brauche ich gar nicht probieren erst. Vielleicht, wenn ich mich da hinten hinstelle. Überlassen Sie das nur mir. Das ist doch leicht. Okay. Es hat noch nicht geklappt, weil die jetzt hergekommen sind, aber jetzt klappt's. So gut wie erledigt. Bin schon unterwegs. Wenn ich recht habe, bin ich genau hinterm Stein, wenn die kommen. Bin schon unterwegs. Ja, genau. Bin schon unterwegs. Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass die von da unten nicht kommen. Passt auch nicht. Okay. Überlassen Sie das nur mir. Gut ist. Bereit. So, was haben wir noch hier? Wir halten die hier noch ein bisschen auf. Gut. Naja, obwohl. In Ordnung. Guten Tag. Hm? Komme schon. Wir holen uns den jetzt auch noch ab. Das ist doch leicht. Bei der Brücke. Schon unterwegs. Okay. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Okay. Schon unterwegs. So, wir können ja. Komm schon nicht durchs Wasser, dann kannst du nicht so schnell laufen. Guten Tag. Okay,
Wir halten den nur so lange auf, bis der. Okay. Gut. Wie Sie wünschen. Jetzt muss ich schauen, dass ich jetzt mit dem Greenberry und mit dem Spion jetzt da unten reinkomme. So mein Plan. Weil wir wollen nämlich von oben rein. Wir müssen ja diese Leute hier befreien. Das ist das Ziel in dieser Mission. Habe ich das überhaupt gesagt? Ja, im vorherigen Video war es halt. Also wir müssen diese Leute hier befreien und wir müssen sie auf der Karte gesehen hier zu diesem Pfeil bringen, zu diesem LKW und dann fliehen. Und ich muss aber quasi diesen Fluss überqueren und eben auch durch diese Anlage durch. Durch diese Anlage kann ich aber nicht durch, weil hier sind Leute drin in diesen Türmen und die schauen da durch. Das heißt, ich kann jetzt unmöglich da rein spazieren, unten einfach. Das geht nicht. Ich muss definitiv zum Finta-Eingang und dazu kann ich diese Rampe hier verwenden. Die lässt sich hin und her fahren, die hat hier einen Schalter. So, und ich muss dann hinten beim Hintereingang rein und dann hier das klären und zwar so, dass das jetzt niemand mitbekommt. Dazu müssten wir erstmal hier rein. Ne? Jetzt, ich habe noch nicht genau geschaut, welchen der Leute ich hier als erstes erwischen muss. Zum Beispiel den da. Nein, da schaut jemand hin. Schaut da jemand da hin? Ich vermute nicht. Jetzt warten wir kurz. Immer da, wenn ich dieses Fadenkreuz irgendwo hinstelle, ist das ein Punkt, wo dann quasi, sobald jemand mit seinem Sichtradius drüber fährt, ich erkenne, ob da jetzt der hinschaut oder nicht. In Ordnung. In Ordnung. Ich verstehe. Okay. Ich wusste nicht, dass der so eine komische Route hat. Ich verstehe. Gut. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. Ich glaube, das war gut. Ich könnte mich auch gefangen nehmen lassen. Haben die gemeint, das wäre auch eine Option. Das haben die im Mission Briefing gesagt. Da komme ich da rein ins Gefängnis. Das bedeutet aber, dass ich ja dann nur mehr mit meinem Spion frei alleine herumrennen kann. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass ich mit dem Spion theoretisch hier alles auf einmal klären könnte. Weiß nicht, ob es stimmt. Ich muss mir jetzt ein bisschen den Weg hier frei machen, damit ich mit der anderen hier rein kann. Mein Plan wäre gewesen, dass ich einfach mit allen da reinkomme, aber... Ich tue mir wesentlich leichter, wenn ich Spion und Green Beret gleichzeitig habe. Wie Sie wünschen. Weil beide Leichen schleppen können. Wie ihr seht, es klappt schon ganz gut. Habe verstanden. Ja, der guckt schon sehr weit. Ich verstehe. Also den zum Beispiel, den kann ich jetzt nicht... Den Typen da, der unten jetzt herumläuft, den kann ich jetzt nicht einfach töten. Weil der so weit schaut mit seinem Blickradius. In Ordnung. Ne, das geht sich nicht aus. Ich wüsste auch gar nicht. Achso, vielleicht muss ich als erstes den hier eher töten. Nein, ich töte mal den da. Wie Sie wünschen. Der wird von dem hier bewacht. Gut. Habe verstanden. In Ordnung. In Ordnung. Ich verstehe. Wow. Wie Sie wünschen. Wer sieht denn nicht? Gut. Jetzt hängen mir zwar ein bisschen die Füße da raus, aber ich verstehe. Das zählt nicht bei diesem Spiel. Wir warten noch ein bisschen, bevor wir abspeichern. Wir speichern jetzt über einen neuen Spielstand ab. Ja, hat auch funktioniert. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. So, als nächstes schauen wir das. Wie Sie wünschen. Also den da unten können wir nicht, haben wir gesagt. Wir könnten den da noch. Wie schaut der? Ich verstehe. Recht weit eigentlich. Habe verstanden. Das Problem ist, wenn ich mir hier jetzt was freispielen will, um hier reinzukommen. Ich habe das Gefühl, das Spiel läuft etwas schneller. Täusche ich mich? Nee. Aber es wirkt ein bisschen so. Oder haben sie das so eingestellt, dass die jetzt sich etwas schneller bewegen in dieser Mission? Die gucken nämlich alle hier so zum Eingang. Ich kann da jetzt nicht einfach rein. Ich meine, diese Leute hier unten, die kann man schon eliminieren, die zwei da.
Ich habe hier auch im letzten Video habe ich hier aus diesen Öltanks Öl darunter laufen lassen. Das kann man nämlich machen. Da kann man drauf schießen und dann brennt das. Dann könnt ihr nicht durchlaufen. Somit könnte ich mir, wenn ich jetzt hier Alarm mache, den Weg versperren zwischen diesem Lager, wo hier eben aus diesem Haus, immer aus den Gebäuden mit den Fahnen kommen Leute raus. Also wo ich mir eben den Weg versperre zwischen dem hier, dem Trakt und dem Trakt. Aber das möchte ich jetzt gar nicht. Ich möchte gar keinen Alarm, aber wahrscheinlich wird es später mal notwendig sein. Damit die mich dann nicht über den Haufen laufen, werde ich das dann vielleicht machen, aber jetzt aktuell nicht. So, jetzt stellt sich die Frage, was sind die nächsten Opfer? Verstanden. Wer sieht denn den da hinten? Der nicht. Der irgendwie schon. In Ordnung. Ich müsste den töten und darüber tragen. Ich verstehe, wie Sie wünschen. Mal sehen, ob sich das ausgeht. Ich glaube fast nicht. Gut. In Ordnung. Der dreht sich um. Naja, es drehen sich alle um. Das geht sich nicht ganz aus. Doch, ich glaube, es muss sich doch ausgehen. Ich muss das machen, wenn der sich jetzt umdreht, weil der war schuld. Und der unten sieht mich eigentlich auch und der auch und der auch. Eigentlich sehen mich alle. Ich dachte nämlich, ich kann vielleicht mit dem da die Typen hier kurz stoppen, dass sie in eine falsche Richtung gucken und dann krabbel ich rein. Aber dadurch, dass so viele Leute auf diesen Eingang schauen, ist das schwierig. Was Gut. passiert denn, wenn ich die Leute freilasse? Was sagen die dann? In Ordnung. Ich Das finden die nicht In witzig, Ordnung. okay? Die ballern gleich drauf. Bolzenschneider habe ich auch Ja, keinen Sir. mit, oder? Nee. Bereit. Ja, Sir. Ihr entlang, Jungs. Ihre entlang, Jungs. Da lang, mes amis. Ihr entlang, Jungs. Die haben so eine coole Sprache. Okay, was machen wir denn jetzt? Bereit. Also wenn ich mich verhaften lasse, habe ich einfach nur Leute im Gefängnis stecken. Das ist nicht gut. So, das heißt, ich muss Wie jetzt Sie hier wünschen. tatsächlich diese Leute hier klären. Habe verstanden. Aber wie denn? In Ordnung. Ich habe nur unten ein paar geklärt. In Ordnung. Und der nervt. Also die zwei hier sind sehr gefährlich. Die schauen sich ja fast gegenseitig an und überwachen zusammen den ganzen Platz hier. Wie Sie Das wünschen. Problem ist der hier, weil der In guckt den Ordnung. an. Gut. In Ordnung. Gut. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. Kann ich es dennoch nicht schaffen, vielleicht, dass ich den hier entferne. Ich finde, die haben jetzt diese Zeitfenster extrem eng gemacht. In Ordnung. In Ordnung. Ein Verletzter! Wie Sie wünschen. Ein In Verletzter! Ordnung. Ich Und rein verstehe. theoretisch stört es mich nicht, dass die alle schreien, ein Verletzter. Gut. Ja, In gleich Ordnung. machen die Alarm, oder? In Ordnung. Alarm! Ein Verletzter! Mal sehen, was passiert bei Gut. Alarm. Ein Verletzter! Alarm! Ja, nichts. Das könnten wir machen. In Ordnung. Ah, ich weiß schon, mir ist was eingefallen. Ich schleppe der Leiche darunter, dann rennt der hin zur Leiche und dann töte ich ihn unten. Wie Sie wünschen. In Ordnung. In Ordnung. Ich verstehe. Gut. In Doch, das Ordnung. ist gut. Gut. Aber der will ihn Wie Sie hören, wie er wünschen. schreit, ein Verletzter, Verletzter! oder? Nee. So, jetzt komm und schau dir das mal an. Gut. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Ich das war gut. verstehe, wie Sie wünschen. Gut. Ich habe ihn mit der Leiche Wie angelockt. Sie wünschen. Ah, das muss ich aber auch In bei allen Ordnung. machen jetzt.
habe verstanden. Das mit der Leiche Leute anlocken habe ich bis jetzt nicht wirklich gemacht, muss ich sagen. Wir werden jetzt die zwei hier anlocken. Beide gleichzeitig. Die werden ja nach der Reihe dann runterlaufen. In Ordnung. Gut. Habe verstanden. In Ordnung. Ein Verletzter! Sieht ihr nur der hier? In Ordnung. Habe verstanden. Gut. Ich verstehe. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Sehr gut. In Ordnung. Habe verstanden. Wir nutzen deren Wachsamkeit im Grunde aus. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Ich verstehe. Okay, ist klar. Wir kommen unserem Ziel näher. Wie Sie wünschen. So, wir haben jetzt auch immer einen temporären Spielstand, über den wir drüber speichern. Das hat nämlich Sinn. So, jetzt schauen wir kurz. Vielleicht zuerst die bewegliche in Ordnung. Wache entfernen. Nein, wir machen zuerst den hier. Okay. Gleiches Spiel wie sonst auch. Wir holen eine Leiche. Gut. Wie Sie wünschen. Stellen Sie in seinem Sichtradius. Er läuft hin, ist tot. Speichern. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Gut. Ich verstehe. Habe verstanden. Läuft dahin? Alarm! Alarm! Nein, okay. Das ist einer, der nicht läuft. In Ordnung. Ach so. Könnte sogar da rein in das Gebäude. Also laufen tun nur die Beweglichen. Okay, kann ich den jetzt irgendwo anlocken? Wie Sie wünschen. Ich verstehe. Gut. Wie Sie wünschen. Ja, nicht so. Jetzt habe ich nicht mehr die 4. Rein theoretisch müsste ich den jetzt schnappen können. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Schauen wir mal kurz, ob sich das ergibt, dass ich jetzt genau. Gut. Habe verstanden. In Ordnung. Ja, das geht sich aus. Ich muss nur sehr sorgfältig sein. Gut. Habe verstanden. Ah, Mensch. Was passiert, wenn ich das liegen lasse? Er rennt da runter. Das war knapp. Gut. Habe verstanden. So. In Ordnung. Ein Verletzter. Sehr gut. Jetzt renn da hin. In Ordnung. Gut. Wie Sie wünschen. Gut. Habe verstanden. Ich verstehe. Was passiert jetzt? Nichts passiert. Okay, das klappt. Ich kann Leichen produzieren. Wir schauen nicht hin. In Ordnung. Was ist mit dem eigentlich? Wie weit schaut der? Okay, der nervt nicht. Aber verstanden. Wir haben nur noch diese Dreierpatrouille und diesen Einzelnen hier zu erledigen. Wir werden das so machen. Wir bringen den um, laufen dann zu dem hin, bringen den um. So mein Plan. Wenn ich das richtig interpretiere, sollte es sich hinhauen. Gut. In Ordnung. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Okay, doch nicht. Wir machen das vernünftig. Eins Zug um Zug. Okay. Gut. In Ordnung. Habe verstanden. Okay. Wir haben im Spion alles aufgeräumt. Das. Nein! Muss ich laden? Wie Sie wünschen. Ja. Das war schlecht. Ich habe das ist die Krux bei diesem Spiel. Wenn man hier speichert, schnell speichert, das ist ja nur ein Spielstand. Da kann man jetzt nicht irgendwie was anderes machen, aha, wenn man der Meinung ist, okay. In Ordnung. Gut. Das gefällt einem nicht. Wie Sie wünschen. Ich verstehe. Verstanden. Ich werde jetzt wegtragen. In Ordnung. Ist mir zu gefährlich irgendwie. Habe verstanden. So, wenn man nämlich jetzt speichert, schnell speichert, man hat nur einen einzigen Spielstand. Und wenn das jetzt schlecht war, was man gemacht hat, dann kann man
da nicht mehr zurück. Deswegen sollte man ab und zu mal auch so sicherungsmäßig über solche Spielstände speichern. In Ordnung. Von denen kann man nicht mehrere haben. Ansonsten überspeichert man sich den einen guten Spielstand, den man hat. In Ordnung. Guck den noch einmal an, bis er weg ist. Habe verstanden. Gut. Wie Sie wünschen. Gut. Gut. In Ordnung. Somit haben wir jetzt ich verstehe. Alles geschafft hier innen drin und können uns noch reinschleichen. Das funktioniert dann doch ganz lecker, glaube ich. Ganz locker. Lecker, sage ich hier. Ich muss mich auch konzentriert spielen hier. Ist gar nicht so, ohne dass man jetzt währenddessen quatscht, tratscht, Leute unterhält und Spiele spielt. Also bei manchen Spielen ist es einfach. Da kann man nebenher plaudern und erzählen und so. Bei dem Spiel muss man doch ein bisschen konzentrierter hier vorangehen. Ja, wir sind zufrieden, so wie das hier läuft. Ich möchte mal kurz was sehen. Was passiert, wenn ich jetzt denen hier die Tür öffne? Habe verstanden. Gut. In Ordnung. Ich sollte die dann da runterführen. Wie Sie wünschen. Gut. In Ordnung. Haben die was gehört? Nee. Also mein Plan wäre gewesen, ich weiß nicht, ob mein Plan richtig ist. Na toll, ja schon wieder sowas. Und die sehen, dass die Tür offen ist. Ich darf die Tür nicht öffnen. War wieder falsch gespeichert. Hätte nicht gedacht, dass die jetzt da gleich so wild reagieren, weil die Tür offen steht. In Ordnung. Sowieso keine Zeit, dass du mich sehen. Gut. Der hat mich entdeckt, ich war zu nah an ihm ran mit dieser Giftspritze. Habe verstanden. In Ordnung. Kann aber sofort wieder meine Klamotten anziehen. In Ordnung. Also ich darf die Tür nicht öffnen, während dass die das hier sehen. Das ist schlecht. Gut. Wie Sie wünschen. Ich verstehe. Okay. In Ordnung. Das bedeutet, ich muss mit dem Spion diese Leute so lange aufhalten. So, ich habe hier alles aufgeklärt, aufgeräumt. Sollte ich mit dem Spion eventuell auch auf der anderen Seite hier was klären? Ja, ich glaube schon. Ich kann nämlich, Entschuldigung, sollte man das gehört haben jetzt. Ich kann nämlich mit dem Spion hier ja die zwei weg. Die drei weggucken lassen, wenn sie hier sind. Dann kann ich mit all meinen Leuten vorbei und sie da hinten hinstellen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber muss auf die hier aufpassen. Und deswegen stellt sich die Frage, ob ich die nicht zuerst töten soll. Oder die drei töte, aber die kann ich nicht leise töten. Ich möchte nicht, dass dann noch mehr Leute kommen. Okay, bevor wir uns entscheiden, holen wir uns noch schnell den. Ja, Sir. Schon fast da, Sir. Wird erledigt, Sir. Holen wir uns den Marine noch rauf. Und zwar mit diesem Dings hier. Sofort, Sir. Überlassen Sie das nur mir. So gut wie erledigt. Komme schon. Hier machen wir wieder zu, damit die nicht herkommen können. Das ist doch leicht. Marschiere schon. Gut. Wir holen mal beide auf diese Seite. Wir wissen nicht, ob das notwendig ist oder wofür das gut wäre. Das muss ich mir noch überlegen. Also, ich kann mit allen rein. Eine Ballerei anfangen, wenn ich möchte. Dann könnte ich das Fass nehmen und es da hinstellen und das hier in die Luft jagen. Stört mich dieses Ding hier? Ich finde, es stört mich nicht so sehr. Ich kann das Boot von Marinen hier aufklappen, mit dem Boot darauf fahren, hinterm Haus fahren. Wie Sie wünschen. Wir probieren mal kurz, hier hinten ein paar Leute wegzumachen. Den da. Der läuft dahin, wo ich andocken möchte. Das möchte ich nicht. In Ordnung.
Eigentlich kann ich ja dann mir hier einen hinstellen, da sieht auch niemand hin. Ja, ich werde schleichen, ich werde nicht alle töten, aber Wie den hier so? werde ich schon töten, der nervt schon. Gut. Habe verstanden. Wie Sie wünschen. Etwas schneller, In bitte. Ordnung. Okay. Wie Sie wünschen. Der sieht recht weit. Man kann es nicht hinterm Haus stellen. Achso, ich muss ihn rauftragen, okay. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. Ein Verletzter! Ja, was soll ich jetzt machen? In Ordnung. War nicht schnell genug. Ich verstehe. Habe verstanden. Ein Verletzter! Alarm! Das ist ein Verletzter! Das war nicht gut. Wer hat mich denn gesehen? Ich verstehe. Habe verstanden. Ein Verletzter! Hat mich der hier gesehen? Wie Sie wünschen. Habe verstanden. Ein Verletzter! Ein Verletzter! In Ordnung. Wir warten mal, dass ein paar mehr kommen. Nein, zu spät. Was passiert bei Alarm? Von da unten nichts. Na, da oben, das ist wieder voll heftig. Nee, da machen wir keinen Alarm. Habe verstanden. Dennoch müssen wir den hier wegtragen und dann dahin stellen. Ist das ein sicherer Platz dort? Schauen wir mal kurz. Wie Sie wünschen. Vielleicht kann man auch zuerst den da töten. Ich verstehe. Aber der hier hat so komisch geschaut. Ach, der läuft eh so ein Riesen. Eine Riesenrunde hier, der da. Oh ja, dann wird der mein erstes Opfer sein. In Ordnung. Schnell. Wie Sie wünschen. Bitte. In Ordnung. Gut. Habe verstanden. In Ordnung. Okay, das war zu knapp. In Ordnung. Auch das war nicht gut. Wegen dem da unten. Ich verstehe. Aber ich komme der Sache schon näher. Die zwei müssen da weg, dann kann ich den hier erwischen. Wer guckt denn eigentlich den hier an, wenn ich ihn da hinten töten würde? Auf dem Boot drauf. Die hier? Nein. Ich glaube, das sieht niemand. Verstanden. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. In Ordnung. Gut. Sieht das jemand? In Ordnung. Ich verstehe. Jetzt muss ich ein bisschen warten, um zu gucken, ob das jemand sieht oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. Weil der so flach liegt und so weit oben. Ja, das sieht der nicht. Wie schaut's mit den drei da oben aus? Läuft er bis auf die Treppe rauf? Nein. Okay. Das war der, der mich jetzt hier behindert hätte. Jetzt muss ich nur noch den hier erwischen. Das war gut. Wir speichern über einen anderen Spielstand. Wie ihr seht, wir geben etwas Tempo hier beim Spielen, aber das ist eh nicht verkehrt. Wie Sie wünschen. Habe verstanden. Gut. In Ordnung. Ich verstehe. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Okay. In Ordnung. Gut. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt hier ordentlich aufgeräumt. Theoretisch könnten wir jetzt mit unserem Bot andocken. Ich glaube, den Typen da sollte ich eventuell noch erwischen. Wie Sie wünschen. Ja, da müssen wir diese Leichentaktik anwenden, glaube ich. Ich verstehe. Habe verstanden. Wir stellen diese Leiche da ab. In Ordnung. In Ordnung. Mal sehen, ich glaube, er wird sie sehen. Habe verstanden. Nicht aber die hier oben. Ja, ich glaube, das wird so funktionieren. Ich meine, Grund ist ja nicht so gefährlich, aber dennoch. Wir haben schon einen ziemlichen Flow mit dem Spiel bekommen, muss ich sagen. Also ist ziemlich cool gelaufen. Ein Verletzter! Ja, jetzt läuft er. Komm nicht wieder zurück. Nee. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. Gut. Ich verstehe. In Ordnung. In Ordnung. Gut. Habe verstanden. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Gut. Okay. Ich verstehe. Ich finde, das klappt ganz super, dass man da Leute von ganz weit In weg Ordnung. Anlockt.
Das war nicht schlecht, hä? Was ist mit dem eigentlich? Wie schaut denn der? Gar nicht so besonders. Und der. Was ist denn das hier? Ist das hier ein sicherer Platz? Abgesehen von dem Typen da. Naja, was jetzt abgesehen von dem. Was ist denn das für ein Platz eigentlich? Wo sehen die hin? Rein theoretisch ist hier hinterm Haus ein sicherer Platz. Ich könnte da zwei Leute hinstellen. Die zwei gleich. Wie Sie wünschen. Auch das muss ich noch machen, weil ich muss ja dann auch wieder zurück hier. Wenn ich jetzt hier so einen großen Umweg machen will, wie ich das möchte, sollte ich mir hier hinten noch einen Platz machen. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Die Idee wäre, ich töte den, lauf rüber, töte den auch noch, trag den runter und eventuell kann ich mich umdrehen und den da hinten hinstellen. Jetzt muss ich erst warten, dass die drei da hier vorbeilaufen. Der bleibt so oft stehen und dreht sich die ganze Zeit um, der Mann. Ich verstehe. Ein Verletzter! Aber verstanden. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Aber verstanden. Er war zu langsam. In Ordnung. Ich verstehe. Wie Sie wünschen. In Ordnung. Ich glaube, das geht sich raus. In Ordnung. Gut. In Ordnung. Gut. Aber verstanden. Gut, ich sollte jetzt quasi den Heimweg auch gesichert haben. Wenn ich das richtig interpretiere, sieht er den da unten nicht, da wo ich ihn hingestellt habe. In Ordnung. Wie Sie wünschen. Ich meine, ich könnte auch versuchen, mit meinen ganzen Leuten hier zu fliehen, aber diese Patrouillen hier, die nerven. Also ich kann es nicht hier einfach andocken mit dem Boot. Ungesehen darüber und einfach direkt rauslaufen. Aufgrund von dieser Dreierpatrouille und dieser Dreierpatrouille hier. Aber außenrum geht's. Ich glaube, das schon ausreichend hier. Ist der noch gefährlich eigentlich? In Ordnung. Ich muss mal schauen, aber... Wow, den kann ich da anlocken. In Ordnung. Mit einer Leiche. Nein, aber das tue ich jetzt nicht mehr. Wenn der jetzt eine sehr, sehr große Runde läuft, der läuft eine große Runde. Der ist nicht gefährlich. Gut. Ich verstehe. Ich glaube, wir haben das ziemlich gut gemacht. Das in einer halben Stunde. Wir haben fast die ganze Karte hier geklärt. Wir können jetzt quasi... Stört der eigentlich? Wir schauen die hier eigentlich. Die hier aus dem Turm. Der hier. Schaut der gefährlich irgendwie? Naja, also schauen die hier also alle an. Nee. Okay. Gut. Wir haben gespeichert. Nochmal kurz, ich weiß nicht mehr, über welchen Spielstand. Dann hier eine kleine Switchen rüber. Ja, wir haben jetzt hier in dieser Mission recht viel gespielt, fand ich. Wir haben schon die Basis freigespielt bis zum Gefängnis. Dann haben wir uns, glaube ich, ein bisschen den Rückweg freier gemacht. Der Rückweg ist ja an sich nicht schwer zu erreichen, glaube ich, weil ich die Patrouillen mit dem Spion behindern kann. Also ich kann sie so einstellen, dass sie zu mir herschauen und salutieren. Und dann könnte ich mit den anderen eigentlich vorbeikriechen. Das ist der Plan. Ich hoffe, das funktioniert. Ich werde jetzt im nächsten Video das dann mal durchprobieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, ich hoffe, es macht euch Spaß. Mir macht Spaß. Ich habe jetzt etwas aufs Gas gedrückt. Ich möchte etwas schneller spielen. Auch schneller das Spiel zu Ende spielen. Deswegen gebe ich ein wenig Gas, aber es funktioniert ganz gut, finde ich. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Daumen gibt's da unten. Ich glaube, Daumen sind da. Und Abos sind da hinten. Ja, würde mich freuen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Commandos. Danke fürs Zuschauen, euer Wingman.